Yo, heute rede ich mit euch mal über die Limits von Data Stores, denn Speicher ist begrenzt und das gilt auch für Roblox. Was bedeutet, ihr könnt nicht unlimitiert oft einfach irgendwelche Sachen speichern, ihr könnt auch nicht unendlich viele Sachen mit Data Stores speichern. Schon mal vorweg, die Limits sind sehr großzügig, ihr könnt eine Menge Sachen speichern, aber es gibt halt Limits, ihr solltet es nicht übertreiben und darum geht's heute. Dafür ziehe ich mir einfach mal die Dokumentation von Roblox zugute, die ist auch einfach mal in der Videobeschreibung unten verlinkt, hier auf der Dokumentationsseite von Data Stores. Seht ihr immer die aktuellen Limits, weil die können natürlich auch aktualisiert werden. In der Regel werden sie vergrößert und nicht verkleinert. Ich wüsste nicht, warum Roblox die Limits verringern würde. Natürlich, um Kosten zu sparen, aber es würde auch bedeuten, dass ganz viele Spiele breaken würden, die Limits vielleicht ausreizen würden. Dementsprechend, hier sehen wir nochmal alles, was wir gelernt haben, was der Data Store Service ist, Studio Access to API Services aktivieren muss und wie man auf einen Data Store Service zugreift, was Scopes sind und auch für neue Experiences ist es nicht empfohlen, dass Legacy Scope-Feature zu verwenden. Scrollen wir mal ein bisschen runter an den ganzen Funktionen hier vorbei. Metadaten interessieren uns ja wie gesagt nicht, Versionierung interessiert uns auch nicht, wenn wir da dann irgendwann ankommen. Hier sind wir bei Versionierung, Snapshots. Hier sind nochmal Error-Codes, die könnten eventuell für euch relevant sein, wenn ihr denn auf Probleme stoßt. Zum Beispiel, wenn das Keyname-Limit erreicht wurde, denn ein Key darf maximal 50 Zeichen haben. Habe ich euch noch nicht gesagt. Aber dafür gehen wir einfach mal runter zu dieser Limit-Seite hier und ich schreibe euch jetzt einfach mal alle Limits auf, die relevant sind und was sie bedeuten. Dafür gehen wir wieder in unser Datastore-Skript rein und wir erstellen einen neuen Punkt namens Limits. Ich schiebe das mal hier hoch, mache das ein bisschen größer, damit ihr die auch sehen könnt. Und diese Limits werden von Roblox eingeteilt in Server-Limits und Data-Limits. Zuerst bei den Server-Limits. Es wird unterschieden zwischen Get-Anfragen und Set-Anfragen. Get bedeutet, das Limit gilt für Get-Async. Set bedeutet natürlich, das gilt für Set-Async. Aber es gilt auch für Increment-Async, Update-Async und Remove-Async. Man sollte dazu einmal erwähnen, dass Increment und Update jeweils natürlich auch die Daten erstmal getten, bevor sie sie setten. Dementsprechend gehen die natürlich auch in die Get-Limits rein und die Limits für beide Sachen sind jeweils 60 Anfragen pro Minute. 60 Anfragen pro Minute ist eine ganze Menge, aber wenn der Server ein bisschen voller wird und ihr für jeden Spieler eine gewisse Anzahl an Anfragen habt, dann können diese Limits schnell ausgereizt werden. Dementsprechend wird dazu auch noch raufgerechnet die Anzahl eurer Spieler mal 10 Anfragen pro Minute natürlich. Das bedeutet, wenn ihr auf einem Server drauf seid, wo nur ein Spieler drauf ist, dann dürft ihr 60 Get-Requests pro Minute rausschicken plus nochmal 10 Get-Requests pro Minute, also 70. Wenn ihr zwei Spieler habt, dann wären es 80. Wenn ihr drei Spieler habt, dann wären es 90 und so weiter. Somit ist sichergestellt, dass wenn ihr pro Spieler auf dem Server nicht mehr als 10 spielerbezogene Get-Requests habt, dann werdet ihr die Limits nicht ausreizen. Dieses Limit, 60 plus Anzahl der Spieler mal 10, das gilt jeweils für die Set-Requests insgesamt, als auch für die Get-Requests insgesamt. Also 60 plus x Get-Requests und 60 plus x Set-Requests habt ihr pro Minute. Deswegen schreibe ich das einfach mal hier oben hin, weil das ja sonst ein bisschen voll wird nach rechts. Und dann gibt es natürlich noch Limits. Können wir hier nochmal auf der Webseite sehen. 5 plus Anzahl der Spieler mal 2 gilt sowohl für Get-Sorted, Get-Version, List und auch für Remove. Aber hier in dem Fall wäre das Remove-Version, nicht Remove-Async. Remove-Async geht auf das Set-Limit drauf. Remove-Version, List-Version. Solche Sachen haben niedrigere Limits. Aber solche Sachen interessieren uns auch nicht. Das Einzige hieraus, was uns interessiert, wäre Get-Sorted für den Ordered Data Store, um da einfach mal die Liste anzuschauen. Da seht ihr, pro Spieler gibt es nur 2 Anfragen, die ihr machen dürft. Für eure Leaderboards zum Beispiel. Zusätzlich zu den 5 Anfragen pro Minute. List Data Stores Async ist vielleicht auch noch ganz interessant. Damit könnt ihr euch nämlich anzeigen lassen, welche Data Stores ihr habt. Aber wenn euch das interessiert, dann geht einfach auf die Webseite, die ich in der Videobeschreibung verlinkt habe. Das ist nämlich diese Seite hier. Da wir diese, sagen wir mal, 70 Anfragen, wenn ihr ein Spiel auf dem Server habt, pro Minute habt, heißt das, dass ihr problemlos für jeden Spieler, der auf eurem Server drauf ist, alle 20 Sekunden einmal die Daten zur Sicherheit speichern könnt, weil das wären ja dann einfach 3 Get- und Set-Requests pro Minute und reizt somit nicht die 10 Requests, die ihr für diesen Spieler habt, aus. Wenn ihr dann aber noch einen zweiten Data Store habt, der auch dreimal die Minute speichert, dann habt ihr schon 6 von diesen 10. Und ihr merkt, das wird irgendwann voller. Dementsprechend sollte man natürlich auch ein bisschen sparsamer sein. Alle 10 Sekunden speichern ist zwar theoretisch möglich, aber reizt ziemlich schnell euer Limit aus, wenn ihr dann einfach nochmal so ein paar zwischenzeitige Requests habt. Weil wenn der Spieler auf den Server raufkommt, dann gibt es ja erstmal die initiale Request.
Request und dann funktioniert das schon gar nicht mehr mit den alle 10 Sekunden Speichern. Also was ihr euch merken sollt, wenn ihr alle 30 Sekunden automatisch speichert, seid ihr auf der sicheren Seite und könnt auch mehrere Data Stores verwenden, aber ihr solltet natürlich auch nicht mehr als, ich sag mal, maximal 3 Data Stores pro Spieler haben, weil sonst wird es langsam ziemlich eng. Ich nehme mal diese Sachen hier raus, weil ich finde das immer noch ein bisschen irreführend, dass hier Increment Async und Update Async nur unten stehen, wenn wir auf Update Async raufgehen und uns einmal durchlesen, was Update Async wirklich macht, dann seht ihr einmal Set Async zum Vergleich zu Update Async nutzt nur das Write Limit, also das Set Limit. Write heißt schreiben, also Set. Während Update Async sicherer zum Handeln von Multi-Server Attempts ist, wie ich euch ja auch erklärt habe, weil sie aktuellen Daten liest, bla 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 bla, aber es ist ein wenig langsamer als Set Async, weil es liest, bevor es schreibt. And it also counts against both the Read and Write Limit. Hier steht nochmal explizit, dass sich das Set Async das Lesen und das Schreiben, also das Get und das Set Limit ausreizt. Und das finde ich ein bisschen irreführend, dass es hier oben nicht noch erwähnt wird, weil Update Async nutzt natürlich auch das Get Limit aus. Increment Async natürlich auch, weil Increment natürlich auch liest, bevor es schreibt. Ist ja logisch. Deswegen schreibe ich einfach mal hier get slash read und set slash write. Nun kommen wir endlich zu den Data Limits. Die sind ein bisschen anders zu verstehen, aber eigentlich auch ziemlich straightforward. Denn es gibt Limits dafür, wie groß eure Einträge sein dürfen. Der Data Store Name darf zum Beispiel maximal 50 Zeichen haben. Aber das gilt nicht nur für den Data Store Namen, sondern auch für den Key und das Scope. Ich gehe nicht davon aus, dass ihr hier super lange Namen haben werdet. Wie gesagt, im Data Store Service könnt ihr einen Data Store anlegen und der kann nicht nur Data Store heißen, der kann einen sehr langen Namen haben, aber mehr als 50 Zeichen sind nicht erlaubt, weil mehr als 50 Zeichen würden über das Limit hinausgehen. Dasselbe gilt dann natürlich auch für die Scopes, die dürfen auch nur maximal 50 Zeichen für ihren Namen haben und auch die Keys dürfen maximal 50 Zeichen für ihren Namen haben. Wenn ihr also als euren Key-Namen Spieler unterstrich und dann die User-ID habt, dann müsst ihr berücksichtigen, dass Spieler unterstrich schon 8 Zeichen sind und die User-ID darf dementsprechend nicht länger sein als 42 Nummern. Aber eine Zahl mit 52 Zeichen, davon sind wir noch lange entfernt. Wir können uns ja mal eine Zahl mit 42 Zeichen anschauen. Das wäre 1, 0, 0. Das sind 3 Zeichen, 6 Zeichen, 9 Zeichen, 12 Zeichen, 15 Zeichen, 18 Zeichen, 21 Zeichen, 24 Zeichen und so weiter. 24. Die Zahl wäre fast doppelt so lang wie diese Zahl. Und so viele Spieler hat Roblox einfach nicht. Das heißt, ihr seid mit dem Tag Spieler-Unterstrich und dann die User-ID ziemlich sicher, dass das Limit nicht zu euren Lebzeiten ausgereizt wird. Wenn ihr jetzt aber nicht Spieler, sondern was super Langes habt wie Datastore-Name des Spielers mit der User-ID Unterstrich, dann sind das schon sehr viel mehr Zeichen. Und da gucken wir jetzt einfach mal in den Output rein. Ich cleare mal den Output und dann schreiben wir einmal print string.lang Datastore-Name des Spielers mit der User-ID Unterstrich und das Ergebnis ist 37. Und 50 minus 37 ist 13. Das heißt, ihr dürft nur Spieler mit maximal 13 Zahlen als User-ID haben. Das ist tatsächlich noch möglich, aber wer weiß, wie groß Roblox werden wird. Vielleicht kriegt Roblox nochmal einen krassen Amount an neuen Spielern. Ich glaube es nicht, weil jede neue Null dauert unglaublich lange zu erreichen, aber es wird langsam schon knapp. Wenn ihr dann auch noch hier für jedes Leerzeichen irgendein Sonderzeichen mit einsetzt, dann ist es schon gar nicht mehr möglich und das Limit wäre ausgereizt. Ihr seht also, dieses 50-Zeichen-Limit ist sehr, sehr fair. Das ist gar nicht so leicht zu erreichen, aber wenn man es darauf anlegt, kann man es erreichen und das sollte man einfach im Hinterkopf haben. Der Datastore-Name, Keys und Scopes dürfen jeweils maximal 50 Zeichen haben. Und dann ein noch sehr viel wichtigeres Limit, das, welches ihr tatsächlich eher berücksichtigen müsst, ist das Datenlimit, weil ihr könnt maximal x viele Daten speichern und das sind 4 Megabyte, also große MB. Nicht Megabit, sondern Megabyte, aber ich schreibe es einfach in groß. 4 Megabyte maximal. 4 Megabyte klingt für euch jetzt vielleicht gar nicht so viel, weil ihr habt euren PC ist ja mehrere Terabyte an Daten, aber 4 Megabyte sind tatsächlich ganz schön viel, weil 4 Megabyte sind 4000 Kilobyte. 4000 Kilobyte
sind 4000 Bytes, nicht 400, 4000. So, und 4000 Bytes sind 32.000 Bits, weil ein Byte besteht aus 8 Bits, ein Kilobyte sind 1000 Bytes, ein Megabyte sind 1000 Kilobytes. Und mir fällt gerade auf, dass dieses ist gleich gar nicht hinkommt, weil ja, 4 Megabyte sind 4000 Kilobyte, aber 4000 Kilobyte sind nicht 4000 Byte, sondern 1 Kilobyte oder 4 Kilobyte sind 4000 Bytes. 4000 Kilobyte sind 4 Millionen Bytes. Und dann merkt ihr schon, ist das sehr viel mehr. Und ich will jetzt gar nicht die Nullen hier zählen. Ich habe natürlich jetzt in Dezimal gerechnet. Wenn man binär rechnet, dann sind natürlich 1000 Bytes nicht 1 Kilobyte, sondern 1024 wären 1 Kilobyte. Aber das ist ein Detail, das kann man weglassen. Auf der Roblox-Webseite sehen wir auch, was es in der Praxis bedeutet. Weil hier wird gesprochen von der maximalen Anzahl an Charakteren, wie viele Zeichen ihr verwenden könnt für eure Daten. Das heißt, wenn ihr einen String speichern würdet, nur einen einzigen String. Und das ist ja eigentlich auch das, was gemacht wird, weil es wird in JSON umgewandelt und dieses JSON-Format wird halt als Text abgespeichert. Text, welcher von der Maschine halt lesbar ist. Dann wären es 4.149.304 Zeichen pro Eintrag. 4 Megabyte halt. Hier unten steht auch, da der Name, Keyname und Scope-Name Strings sind, kann man deren Länge mit String.Length herausfinden. Die Daten werden auch als String gespeichert, egal was für ein Type sie haben. Diese Größe kann man checken mit der JSON-Encode-Funktion, die Lua-Daten in JSON-Daten umwandelt. Und das machen wir jetzt einfach mal. Wir erstellen jetzt einfach mal, damit ihr ein Beispiel habt, ein Table, welcher Spielerdaten sein könnten. Den nennen wir Beispieldaten, ist gleich ein Table. In den Beispieldaten haben wir natürlich ganz normale Werte wie Geld, hat der Spieler so viel. Es gibt natürlich noch eine Kaufwährung, das wären dann Gems. Davon hat der Spieler nicht ganz so viel. Und der Spieler hat natürlich noch ein Inventar, das ist ein Table. Und in dem Inventar befinden sich Objekte. Zum Beispiel könnte das hier ein Apfel sein. Also schreiben wir einfach mal Kategorie ist gleich Apfel. Name wird auch gespeichert. Cooler Apfel hat einen Wert von 2. Und wir haben nicht nur einen Apfel, sondern wir haben ganze 25 Äpfel. Und Effekt ist dann eine Referenz auf eine Funktion. Zum Beispiel heal, wenn man den Apfel healt. Wenn man den Apfel healt. Wenn man den Apfel isst, dann wird man gehealt. Und zwar um 10 Health-Punkte. So könnte ein Objekt in eurem Inventar gespeichert sein. Ein Apfel, der einem 10 HP gibt, wenn man ihn healt, den man für 2 Geld verkaufen kann. Man hat 25 Äpfel, die haben dann auch noch einen Namen. Ist jetzt vielleicht nicht unbedingt notwendig, aber man kann ja alle möglichen anderen Eigenschaften in so ein Ding reinpacken. Und dann hat der Spieler zum Beispiel noch eine Kategorie Waffe. Dann nennen wir hier bei Kategorie nicht Apfel, sondern sagen wir einfach mal Essen. Waffe wäre ein Eisenschwert, hat einen Wert von 35. Er hat ein Eisenschwert und wenn man es benutzt, wird die Aktion Swing ausgeführt. Das ist jetzt eine ziemlich komische Art, es darzustellen, aber meinetwegen, das Schwert wird geschwungen und es macht 20 Schaden on Hit und 35 Schaden, wenn es crittet. Dann hat der Spieler natürlich noch Settings. Musiklautstärke ist bei 0,5. Soundeffekte ist auch bei 0,5. Mir fällt gerade ein, der Spieler hat natürlich seine Settings angepasst. Er hat die Soundeffekte lauter gemacht und er hat die Musik leiser gemacht. Keine Ahnung, dann gibt es vielleicht noch eine Setting namens Auto-Jump. Und ich finde das P auf der Tastatur nicht. Hat er ausgestellt. Und wir speichern uns auch, welche Game Passes der Spieler hat, weil wir Free-to-Play-Game Pässe in unser Spiel einbauen. Was bedeutet, wir müssen uns speichern, welchen Game Pass der Spieler so hat. Der Spieler hat sich zum Beispiel Free-to-Play den 10x Damage Game Pass freigespielt und er hat sich den Double Cash Game Pass selber gekauft. So, jetzt haben wir einfach mal ein paar Daten. Und diese Beispieldaten, die der Spieler hier hat, die wandeln wir jetzt einfach mal in JSON-Format um, indem wir sagen, guck vorher einmal nach, haben wir hier oben irgendwas. Mach das hier einfach mal aus. Das hier brauchen wir nicht. Um es in JSON umzuwandeln, brauchen wir aber den HTTP-Service. Den habe ich euch noch gar nicht gezeigt, aber ist jetzt auch nicht so wichtig. Wir schreiben game.service gleich HTTP-Service. Und diesen HTTP-Service hier, den können wir hier unten nutzen, um Daten in JSON umzuwandeln. Wir sagen einfach http://json-encode. Damit wandeln wir irgendetwas in JSON um und JSON wird uns als String zurückgegeben. Das heißt, wir sagen json-encode Beispieldaten und dann printen wir einfach mal. Beispieldaten sind die Beispieldaten. JSON. Länge ist gleich JSON:Length. Damit kriegen wir die Länge vom JSON. Und dann einfach das JSON an sich. Können wir uns auch einmal angucken für die, die nicht wissen, wie JSON aussieht. Ist im Grunde nichts anderes als das hier. Nur, dass man es ein bisschen anders darstellt. Und ich führe den Spaß jetzt einfach mal aus. Und mir fällt gerade ein, wir sollten vielleicht hier einmal task.wait einbauen. Weil mein Output ja immer so super voll ist. Damit ich den
Output erstmal klären kann und jetzt kommen die Sachen hier an. Wir haben hier im Output, den Output habe ich inzwischen jetzt nach links rübergepackt, weil ich denke, das kann man dann einfach so besser sehen. Die meisten Sachen werden ja eh untereinander dargestellt. Die Beispieldaten haben wir hier, Game Passes, Geld, Gems, Inventar, Settings. Und die JSON Length sind 367 Zeichen. Nicht vergessen, wir haben über 4 Millionen Zeichen und das sind gerade mal 300. Diese 300 müsste man mal 10 nehmen, dann wären wir bei 3000. Dann müsste man sie nochmal mal 1000 nehmen und dann wären wir bei 3 Millionen und hätten das Limit immer noch nicht ausgereizt. 1000-mal so viele Daten müsst ihr erstmal hinkriegen. Aber berücksichtigt, es ist möglich. Es ist möglich, dieses Limit auszureizen. Deswegen speichert nicht alles und speichert auch nicht so unendlich lange Strings. Ich habe zum Beispiel mal ein Modul gemacht, mit dem ich mir Replays angucken kann von Spielern, wie die irgendwo langgelaufen sind und auch wie die Map aussah. Und dafür muss ich natürlich ganz viele Daten, die man nicht speichern kann, in einen String umwandeln, den ich dann auch wieder zurückwandeln kann in diese Daten. Und wenn ich wirklich für jeden einzelnen Frame alle Daten verlustfrei gespeichert hätte, dann könnte ein Replay ab einer bestimmten Länge halt wirklich diesen Datastore sprengen. Deswegen muss ich die Daten auch noch komprimieren. Komprimieren ist ein ganz eigenes Thema für sich, darauf werden wir hier auch nicht eingehen. Aber das ist etwas, was ihr vielleicht in Zukunft berücksichtigen müsstet, wenn ihr merkt, eure Daten werden zu viel für dieses 4 Millionen Zeichen Limit. Und hier sehen wir immer, wie das JSON aussieht. Ich mache das einfach mal sehr groß. Ihr seht, das ist ein String, der fängt an mit geschwungenen Klammern, hier in Anführungsstrichen den Key Inventar. Mit Doppelpunkt wird der Inhalt von dem Inventar gezeigt und dann sieht man an der eckigen Klammer, dass es sich um ein Array handelt und an der geschwungenen Klammer darum, dass es sich wieder um ein Dictionary handelt, basically. In dem Dictionary haben wir wieder Anzahlen, Anführungsstrichen ist 25, Kategorie ist Essen, Effekt ist auch wieder ein Dictionary, welches für die Funktion Heal für Parameter 10 enthält und der Wert von unserem Objekt in dem Array ist 2, Name ist cooler Apfel, Objekt ist fertig und wir kommen in dem Array zum nächsten Objekt, bla 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 bla. Und dann sehen wir für den Spieler, der hat noch so viel Geld, diese Game Passes und diese Game Passes sind dann auch wieder ein Dictionary und kein Array. Und das ist so eine Sache, die an Lua cool ist. In Lua sind Tables Tables. Aber in anderen Sprachen unterscheidet man strikt zwischen Arrays, die hier mit eckigen Klammern dargestellt werden, und Dictionaries, die mit geschwungenen Klammern dargestellt werden. Man unterscheidet theoretisch nochmal explizit zwischen Klassen, Listen, Objekten, Arrays. Theoretisch auch Linked Lists gibt es in manchen Sprachen auch als separate Datentypen. In Lua kann man sich das alles irgendwie selber zusammenwursteln. Aber einfach mal ein netter Einblick in eine andere Sprache, die dafür gemacht ist, um Daten zu speichern. Für Menschen lesbar, für Computer lesbar, JSON ist eine tolle Sache, ist aber natürlich nicht in jedem Fall der Way to go. Aber das kann uns vollkommen egal sein. Wir haben jetzt einfach mal gesehen, dass das hier alles 300 Zeichen sind. Und theoretisch könnte man diesen JSON String auch komprimieren. Man könnte theoretisch, statt zu sagen, yo, datastore.setAsync und dann diesen Table hier reinzuliefern, könnte man sagen, setAsync und dann das JSON-Ding einliefern. Und dieser JSON-String wird dann in einen JSON-String umgewandelt, der dann im Grunde auch nur dieser JSON-String ist. Aber man könnte, bevor man diesen JSON-String weitergibt, auch eine Komprimierungsmethode nutzen. Da gibt es super viele coole Algorithmen, die dafür da sind, um Daten einfach kleiner zu komprimieren. Zum Beispiel könnte man gucken, wo sich lange Zeichenketten wiederholen und diese Zeichenketten einfach durch ein anderes Sonderzeichen ersetzen, welches sonst nirgendwo ist. Und dann sagen, überall wo dieses Sonderzeichen ist, kommt stattdessen Name rein. Man sieht, okay, es gibt zweimal Name, dann speichern wir uns, oder noch viel wichtiger, Kategorie, hat ziemlich viele Zeichen. Wir speichern uns für Kategorie dann stattdessen irgendein Sonderzeichen ab, zum Beispiel das hier. Und überall, wo das hier dann drin ist, wird das wieder ersetzt durch Kategorie, wenn man es dekodiert. Aber Komprimierung ist eine Sache, mit der wir uns nicht befassen werden. Das haben schon super viele andere extrem schlaue Menschen gemacht. Wichtig ist für diese Folge nur, dass ihr euch mitnehmt, dass Datastores Limits haben. Die Limits schreibt euch am besten nicht einfach so auf, wie ich sie gemacht habe, sondern ihr schaut einfach auf die Roblox-Webseite. Wenn ihr euch nicht sicher seid, was die Limits sind, ist wie gesagt unten in der Videobeschreibung verlinkt, denn die Limits, die können sich ändern. Ihr seht hier auch noch ein Throughput-Limit und ihr seht, das wären bei Read und Write, ihr dürft maximal 25 Megabyte pro Minute lesen und maximal 4 Megabyte pro Minute schreiben. Was dann auch bedeutet, dass wenn ihr diese 4 Megabyte für einen Datastore ausreizt, dass ihr nur einen Datastore-Eintrag pro Minute speichern dürft. Ein weiterer Grund, warum ihr dieses 4 Megabyte Limit am besten nicht ausreizen solltet, weil ihr es sonst nicht oft genug speichern könnt. Ihr seht auch, dass Roblox immer aufs nächste Kilobyte aufrundet, was die Throughput-Limits angeht. Und ihr seht auch, dass Roblox Daten
cached. Das bedeutet, wenn ihr getAsync mehrfach hintereinander nutzt für denselben Key, dass ihr dieselbe Antwort in verschiedenen Scripts bekommt und die kommt dann auch mal ein bisschen schneller, weil gar nicht erst in die Datenbank reingeguckt wird. Kann natürlich auch dafür sorgen, dass ihr nicht synchron seid mit den echten Daten, deswegen kann man das auch wieder deaktivieren. Aber Caching sollte uns erstmal kein so wichtiges Thema sein. Einfach nur gut zu wissen, dass es das gibt und das ist auch in den meisten Fällen ziemlich praktisch. Hier unten sehen wir nochmal ein paar Best Practices, zum Beispiel weniger Data Store nutzen, weil in einem Datastore kann man schon super viele Daten speichern und je mehr Datastores ihr habt, desto mehr Anfragen habt ihr. Dass man ein einziges Objekt für zusammenhängende Daten nutzen soll, bei 4 MB ist sehr viel, ist enough space. Wenn ihr zum Beispiel Daten für einen Spieler speichern wollt, speichert alle Daten in einem Datastore. Es wird in den meisten Fällen passen. Use key prefixes to organize your data, zum Beispiel wenn ihr Daten für einen Spieler oder in dem Fall wird geschrieben User speichern wollt, dann User unterstrich und dann die User-ID. Und wenn ihr es ein bisschen komplexer haben wollt und für diesen Spieler verschiedene Profile speichern wollt, dann könnt ihr zum Beispiel sagen, Spieler, User-ID und dann Profile und in den Profilen habt ihr ein Profil mit dem Namen Warrior, in dem anderen habt ihr ein Profil namens Mage, also Krieger oder Magier. Aber das Prefix-Feature hier mit List-Keys Async habe ich euch noch gar nicht wirklich gezeigt. Wäre aber eine Möglichkeit, wenn ihr komplexere Daten habt, zum Beispiel halt, wenn ihr jetzt ein RPG-Spiel habt, in dem ihr für einen Spieler mehrere Spielstände speichern wollte und in einem Spielstand ist er halt ein Krieger, in dem anderen Spielstand ist er ein Magier, in dem nächsten Spielstand ist er ein Dieb, könntet ihr unter seinem Profil mehrere verschiedene Spielstände unter verschiedenen Prefixes speichern. Das sollte für die meisten von euch aber erstmal gar nicht so wichtig sein. Wichtig ist, dass ihr jetzt Datastores verstanden habt. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen zu Datastores habt, dann schreibt sie mir in die Kommentare, weil ich weiß ja auch nicht, was ich jetzt vielleicht nicht so präzise erklärt habe und wo ihr vielleicht noch Fragen haben könntet. Beim letzten Mal habe ich keine Hausaufgabe aufgegeben, aber es hätte sich eigentlich ziemlich gut angeboten, eine Hausaufgabe aufzugeben. Dementsprechend mache ich das jetzt. Wisst ihr noch aus der letzten Folge dieses Leaderboard? Das ist zwar ganz cool, aber wir haben noch gar nichts geschrieben, um da Daten reinzuladen. Dementsprechend ist eure Hausaufgabe, dass ihr so ein Leaderboard wie das hier erstellt. Das solltet ihr, wenn ihr bei der letzten Folge mitgemacht habt, auch schon haben. Aber ihr erstellt dann auch noch etwas, wie zum Beispiel dieses Münzenspiel. Und jedes Mal, wenn eine Münze eingesammelt wird, wird für den Spieler in seinem normalen Datastore der Münzen-Counter plus 1 gerechnet. Das heißt, jedes Mal, wenn ich eine Münze einsammle, hat der Spieler eine Münze mehr. Und dieser Order-Datastore, der speichert sich, wie viele Münzen der Spieler in seinem normalen Datastore hat. Das solltet ihr mit dem, was ich euch gesagt habe, schon hinkriegen. Falls ihr es braucht, hier ein paar Tipps. Natürlich solltet ihr nicht, sobald ihr eine Münze einsammelt, direkt die Daten speichern, sondern ihr solltet eure gecachten Daten aktualisieren, zum Beispiel Spielerprofile.spieler.münzen plus ist gleich 1, sodass ihr in eurem Server-Skript seht, wie viele Münzen er hat und zum Beispiel alle 30 Sekunden oder meinetwegen auch erst, wenn der Spieler das Spiel verlässt, den Datastore speichern mit den neuen geupdateten Münzen-Counter. Und da, wo der neu geupdatete Münzen-Counter gespeichert wird, kann sich natürlich auch dieser Order-Data-Store aus diesem Cache von dem Spieler, meinetwegen auch aus dem Data-Store, aber ich schlage vor, dass es mit dem Cache macht, die aktuellen Münzen rausholen und das dann hier auch aktualisieren. Und da muss man es ja nur überschreiben mit den aktuellen Zahlen. Ich werde das natürlich selber noch machen, wenn ich daran denke und es euch in einem separaten Video zeigen. In dem nächsten Video geht es, wenn ich mich nicht irre, um Vector 3. Wir sollten jetzt langsam mal ein paar von den Datentypen lernen, die für Roblox sehr, sehr wichtig sind, bevor wir weitermachen mit dem Tween Service. Das heißt, wir lernen erstmal Vector 3, dann C-Frames und dann geht es ran an Animationen. Wir lernen dann, wie man Parts animiert, wie man GUIs animiert und natürlich dann auch, wie man Charaktere animiert. Wenn es noch irgendwas gibt, was ich vergessen habe und was ich vorher erklären sollte, bevor wir ans Animieren rangehen, dann schreibt es mir natürlich in die Kommentare. Das war's mit dem Video. Das nächste Video sollte hier schon eingeblendet sein, falls es da ist. Dauert natürlich immer so im Durchschnitt 2 Wochen. Vielen Dank an alle Kanalmitglieder. Ich blende jetzt hier einfach mal die Kanalmitglieder ein, die schon am längsten Kanalmitglied bei mir sind, weil ihr unterstützt mich wirklich sehr. Das war's und ciao!